Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Zweitligaspiel des VfL Bochum 1848 gegen den Hamburger SV. Vor 24.421 Zuschauern gab es ein 1:3. Ich begrüße die Medienvertreter hier vor Ort ebenso herzlich wie unsere Zuschauer, Gäste und Fans in den angeschlossenen Bereichen der Stadtwerke Bochum Lounge, dem VIP-Treff Nordtribüne und dem 1848. Besonderer Gruß geht an die Gäste aus Hamburg. Deren Cheftrainer Dieter Hecking ist ebenso hier wie unser Chefcoach Thomas Reis. Der Gast hat das erste Wort. Herr Hecking, Ihr Kommentar zum Spiel bitte. Ja, ich bin natürlich sehr zufrieden, dass wir das Spiel gewonnen haben. Ich glaube, dass wir ein gutes Spiel gesehen haben. Ja, der VfL Bochum, ich habe mir die letzten 3-4 Spiele von ihnen angeguckt. Bei Thomas weiß man nie so genau, was er dir hinwirft an spieltaktischen Dingen. Ja, deshalb musste ich mich ein bisschen reinarbeiten und fand, dass der Gegner heute mit das beste Spiel gemacht hat, was ich so in den letzten 3-4 Wochen von ihnen jetzt per Video gesehen habe. Das wussten wir vorher, dass es heute eine schwere Aufgabe wird, dass wir hier lösen müssen. Erste Halbzeit habe ich ausgeglichen gesehen. Ja, Bochum sehr gut verteidigt, sehr viel die Räume eng gemacht. Wir hätten ein bisschen schneller spielen müssen, hätten das Spiel schneller verlagern können, haben dann nicht so zielstrebig nach vorne gespielt. Dann waren wir mal durch, dann haben wir wieder abgebrochen. Das hat mir nicht so gut gefallen in der Phase. Trotzdem hatten wir 2-3 sehr, sehr gute Möglichkeiten, Bochum allerdings auch. Also, dass wir, denke ich, mit dem Unentschieden in der Halbzeit konnten beide Trainer leben. Zweite Halbzeit, ja, wenn Sie gehört hätten, was ich in der Halbzeit gesagt habe, ich sage, wir müssen eine Schippe drauflegen, wir müssen mehr Tempo spielen, wir müssen mehr im höheren Tempo laufen, wir müssen schneller spielen. Da irgendwie haben sie nicht zugehört, weil bis zum 1-0 haben wir nicht gut gespielt. Bochum war da deutlich besser als wir, hat es sehr gut verstanden, uns anzulaufen. Wir haben nicht mehr die Lösung gehabt, haben dann auch im zentralen Mittelfeld viele Zweikämpfe verloren. Ja, und dann ist es zwangsläufig so, dass du 1-0 in Rückstand gerätst. Und dann kommt aber genau das, was eben meine Mannschaft auszeichnet, dass sie dann sofort den Schalter umgelegt haben. Natürlich begünstigt dann der frühe Ausgleichstreffer, dass du sofort wieder im Spiel drin bist. Ja, hätte Thomas sich sicherlich gewünscht, das 1-0 länger zu halten, aber wir haben zurückgeschlagen und danach hat man irgendwo gemerkt, da war plötzlich die Handbremse los, dann haben wir Räume gehabt, dann haben wir angefangen zu kombinieren, dann haben wir Fußball gespielt und dann haben wir das Spiel am Ende hinten raus verdient gewonnen. Waren dann sicherlich um ein Tor vielleicht zu hoch heute, aber da waren noch 3-4 richtig klasse Möglichkeiten am Ende. Aber unterm Strich muss ich sagen, 3-1 in Bochum zu gewinnen gegen eine gute Bochumer Mannschaft, hat uns enorm geholfen heute für unsere nächsten Wochen. Danke. Vielen Dank. Thomas, dein Kommentar zum Spiel bitte. Ja, Dieter hat es ja gesagt gehabt, es ist natürlich immer schwierig, wenn man mit einer Niederlage nach Hause gehen muss, positive Dinge rauszuziehen. Aber ich habe heute auf jeden Fall eine Mannschaft gesehen, die alles dafür getan hat, weil wir auch gesagt haben, wir wollten eine Reaktion auch nach dem Bielefeld zeigen, was die Offensive anbelangt, was noch mehr Präsenz in den Zweikämpfen anbelangt. Das habe ich heute definitiv von meiner Mannschaft gesehen. Ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, dann gehst du in Führung. Wir haben auch in der Halbzeit nochmal angesprochen, dass wir unser Anlaufverhalten ein bisschen verändern wollen, dass wir noch aktiver nach vorne verteidigen wollen. Das ist uns eigentlich ganz gut gelungen. Dann gehst du auch mit einem tollen Tor, ja, in Führung. Und dann ist es, so wie Dieter sagt, ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, wenn du durch eine Standard wieder das 1-1 fängst. War natürlich ein Sonntagsschuss, der auch noch ein bisschen abgefälscht wird, schlägt ihn unter der Latte ein. Ja, und beim zweiten Gegentor, ja, wie es halt so oft ist, haben wir kein gutes Zweikampfverhalten in dem Sinn gezeigt, dass wir den Raum wieder freigegeben haben, das Zentrum. Wir haben gesagt, wir wollen auf jeden Fall die Position nicht verlassen, weil wir wussten, dass HSV ein gutes Positionsspiel hat, ein wechselhaftes Positionsspiel, wo sie immer Überzahl über Außen schaffen wollen. Das ist uns ja bis zu dem Zeitpunkt eigentlich ganz gut gelungen. Dann geben wir das Zentrum ein bisschen auf, machen den Laufweg nicht mit, dann rutschen wir noch aus und dann gehst du 2-1 ins Hintertreffen. Und dass du dann alles nach vorne wirfst und versuchst, ja, dann kriegst du noch das dritte Tor und dann war es dann auch des Guten genug, weil wir hätten auch noch das vierte kassieren können und es wäre definitiv zu hoch gewesen. Ist natürlich sehr, sehr enttäuschend, aber der Auftritt meiner Truppe stimmt mich auf jeden Fall so positiv, dass wir am Wochenende wieder ein sehr, sehr schweres Spiel haben gegen gegen direkten Konkurrenten. Aber ich bin mir sicher, dass die Jungs es jetzt verstanden haben, um was es geht. Also so habe ich das zumindest heute wahrgenommen. Und deswegen bin ich eigentlich ganz guter Dinge. Danke. Wenn Sie Fragen an einen oder beide Trainer haben, bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Dann wird ein Mikrofon gereicht und Sie können loslegen. Sieht aktuell nicht danach aus. Dann bedanke ich mich fürs Interesse. Den Gästen aus Hamburg einen guten Nachhauseweg. Wir sehen uns hier wieder in 2 Wochen, wenn der VfB Stuttgart zu Gast ist, wieder an einem Montagabend, 17. Februar. Bis dann.